Finalserie der vergangenen Saison. 2-0 gegen Oberwart, dann 2-2, Spiel 5 gewonnen. Ja, und den Güssingen im Viertelfinale der aktuellen Saison. Nach 0-2 Rückstand gegen Klosterneuburg die Serie mit 3 Siegen aus Wied noch gedreht. Also man kann hier ungefähr sich vorstellen, wie es ist, wenn man 10 Meter neben einem startenden Düsenjet steht. So toll ist die Atmosphäre und ich kann Ihnen auch sagen, dass die nur 100 Güssing-Fans unter Anführungszeichen hier viel zu dieser tollen Atmosphäre beitragen. Aber jetzt zu den Protagonisten. Nix da mit den üblichen Verdächtigen in der Starting Five von Michael Schildwieser. Klar, Boschank, Boylan, Ray und Sanchez, aber dann eben Hermann Opoku mit seinem ersten Auftritt in dieser Finalserie. Zum 7. Mal in dieser Spielzeit in der Anfangsformation. Die ersten 6 rühren allerdings noch aus der Zeit, als Ante Perica der Head Coach der Bulls war. Tja, Martin Kohlmeier war 2 Tage kränkend, ist nicht hundertprozentig fit. Wahrscheinlich ist auch das ein ausschlaggebender Grund für diese Nominierung von Opoku in der ersten 5. Noch ein wenig schnupfig ist der lange Kärntner. Alles beim Alten. Auf der anderen Seite, Coach Zollner hat auch überhaupt keinen Grund, seine Starting Five umzubauen. Es beginnen auch heute die Gebrüder Kleppeis. Dann Sebastian Koch, Markus Hurt und Travis Taylor. Anthony Schedis wird wohl wieder als erster von der Bank kommen, noch in summativ 3, 4 oder 5 Minuten. Also ob die Spieler jetzt ihren Coach verstehen können, weiß ich auch nicht so genau. Er gibt auf jeden Fall nochmal klare Anweisungen. Schönen Gruß an Bernhard Adwenger vor dem Fernseher. Die Refs dieses alles entscheidenden Spiels sind Christoph Rohatzky, Marko Vladic und Goran Slivic. Serzen Bolle, meine Herren. Güssing braucht, um den ersten Titel der Vereinsgeschichte zu erobern, einen Auswärtssieg. Einmal in dieser Saison ist der hier schon gelungen. Am 2. Februar, denkbar knapp, gegen Ende des Grunddurchgangs mit 87 zu 86. Aber das würde ja heute reichen. Übrigens sind die Kapfenberger seit dieser Niederlage Anfang Februar in der eigenen Halle ungeschlagen. Haben schon etwas gnädiger. Die Bulls machen sich jetzt auf den Weg aufs Parkett. John Ray in seinem 75. ABL Playoff-Spiel. Das war der überragende in Spiel 1, sehr stark in Spiel 2 und dann in den beiden Auswärtspartien ist er irgendwie von der Blickfläche verschwunden. In Spiel 4 stellvertretend für praktisch die gesamte Mannschaft in der zweiten Hälfte. Ja, Armin Boschank bittet Designer nochmal zu einer Unterredung. Der hat dem Team offenbar mehr mitzuteilen als der Coach. Was soll ich euch noch sagen? Es ist doch alles schon gesagt. Spiel 5 oder Best of 1 in der Sporthalle Walfersheim. Travis Taylor hat noch zweimal hingeschaut. Wer ist denn der? Ein neuer Kontrahent beim Jumpball, Hermann Opoku. Und der holt den ersten Ballbesitz mit für die ECE Bulls. Die spielen ganz im Weiß in der ersten Hälfte. Von links nach rechts. Sanchez
Bridges raus auf Ray, der steht auf der Dreierlinie. Daher sind das nur zwei Punkte, aber es sind die ersten beiden Punkte. Und wenn Sean Ray seinen ersten Wurf trifft, dann können wir von ihm heute noch einiges erwarten. Matthias Kemper ist auf seinem Bruder. Draußen auf der Weakside, da ist Sebastian Koch. Da kommt der Dreier von Thomas Kepeis, mit etwas Pech fällt er nicht, aber da gibt es noch Markus Hertz, der nachtippt. Wäre der Ball nicht reingefallen, wären es trotzdem zwei Punkte gewesen wegen eines Goaltendings von Hermann Opoku. Ja, also da hat die Gissinger Defense auf ein Pick and Roll spekuliert. Mit einer kurzen Körpertäuschung hat Sean Wade zwei Gegenspieler angeschraubt und dann relativ einfache Punkte erzielt. Matthias Kemper ist mit dem Dreier. Der ist besser als der zuvor von seinem Bruder. Opoku has scored! Damit liegt er schon über seinem Punkteschnitt im Playoff. Bisher drei Einsätze, im Schnitt 0,7 Punkte. Hurt. Und Ian Neulein mit viel Tempo. Das wird gestoppt durch das erste Foul im Spiel begangen von Sebastian Koch. War Matthias Zollner nicht mit einer Schiedsrichterentscheidung nicht einverstanden, sondern mit der Entscheidung seiner Spieler, in diesem Fall Sebastian Koch, dieses Foul zu begehen. Jo Sanchez hat ein Mismatch gegen Thomas Klepper, ist das nützt er. Ja, dann wollte er, denke ich, Hermann Opoku anspielen, aber es ging dann über Vorbande Matthias Klepper ist über die Baseline. Eigenartig. 5 Sekunden bleiben auf jeden Fall noch für die Kapfenberger abzuschließen. Ray. 4-3. Und Kapfenberg verteidigt weiterhin Mann. Matthias Kepeis findet wieder den richtigen Weg, diesmal aus der Nahdistanz. 5-7 Punkte der Güssinger von Matthias Kepeis. Boah, das war ein Layup aus der 10-km/h-Zone und bei Gegenwind ist der Ball da nicht allzu weit gekommen. Ah, Hurt gegen Sanchez. Mit sehr viel Energie, beide Spieler da bei der Sache. Hört etwas energischer, aber glücklos. Sanchez, ja, ja, der und die Dreier. 10 hat er losgelassen, jetzt spielt 4, nur 3 davon getroffen. Aber sollte Kapferk den Titel holen, dann wird ein einziger Dreier wohl von ihm in Erinnerung bleiben. Nämlich jener, mit dem er Spiel 2 knapp 3 Sekunden vor dem Ende gewonnen hat. Sehr energisch von Thomas Kepeis, aber das war schon im Ansatz zu erkennen. Ui. Also ich hätte auch einen Foul von Kepeis gesehen, aber die Refs entscheiden auf Offensivfoul Hermann Opoku. Das ist der Sebastian Koch, wenn er den noch durchfetzt, wie ihn die Güssinger Fans lieben, warum stoppt er denn nicht? Ray, der erste Versuch von Sean Ray, der nicht im Ziel landet. Der zweite von drei Versuchen von Hermann Opoku, der das Ziel findet. Defense! Defense! Defense!
da waren 22 Sekunden auf der Shot Clock. Das kann nie und nimmer so funktionieren. Mittlerweile der obligate Wechsel. Sebastian Koch raus, Anthony Chavis rein bei den Knights. Und auch schön dieser Wechsel zum ersten Mal mit Armin Boschert runter, bringt sehr früh Andreas Kutnik, der wohl heute die Aufgabe haben wird, Anthony Chavis als Wachhund quer über den gesamten Court zu verfolgen. Diese Aufgabe nimmt er sehr ernst, zu ernst. Erstes Foul vom Terminator. Und es kommt der nächste Kärntner bei den Kartenbergern. Jetzt kommt Martin Kohlmeier und Hermann Opoko hat in 4 Minuten und 5 Sekunden vieles richtig gemacht. Aus 3 Versuchen 4 Punkte erzielt und einen Rebound geholt. So gesehen hat sich diese Nominierung schon mal gelohnt. Und jetzt gibt es das nächste Foul von Andreas Kutnik und das wird als unsportliches ausgelegt. Also die Einwechslung hat sich schon mal nicht bezahlt gemacht. Ja. Er hält Chavis zurück. Und zwar längere Zeit. Chavis mit nur einem. Aber es gibt ja anschließend, weil es ein unsportliches Foul war, Ballbesitz für das Team von Matthias Zollner. Travis Taylor, bis jetzt noch keine Figur in diesem Spiel. Jetzt hat er seinen gewohnten Gegenspieler, Martin Kohlmeier. Und er ist ein wenig beweglicher als der lange Kärntner. Das hat sich auch in dieser Situation fast bezahlt gemacht. Starker Move, unglücklicher Abschluss. Matthias Kepaes. Oh, oh. Reichlich Luft zwischen Ball und Ziel. Sanchez mit dem zweiten Dreier und der ist drin. Das wird auch seiner Psyche gut tun, nicht nur jener des Coaches, sondern auch der von Mark Sanchez. Und dieser Jubelbewegung nach dem erfolgreichen Wurf auch deutlich zu erkennen. Chavis vom High Post zu kurz und dann war für meinen Geschmack hier Taylor als letzter dran. Aber Schiedsrichter Stevic stand da natürlich viel näher, hatte die bessere Sicht. Und entscheidet auf Einwurf für die Knights. Matthias Kepa ist jetzt runter, Manuel Jandraschitz drauf. Und bei den Kappenbergern Philipp Kremer und Joey Shaw im Spiel. Also viele haben da auf einen Schrittepfiff gewartet, den gab es aber, denke ich, richtigerweise nicht. Aber hart an der Grenze. Fallpfiff. Viertes Teamfoul der Kappenberger. Ganz interessant, noch kein einziger Fallpfiff gegen Rüssing, doch einer. Das war das Foul von Koch, als er das Fastbreak von Ian Boylan gestoppt hat an der Mittellinie. Ja, der Mr. 50% von der Freiburglinie, Travis Taylor. Es war unglaublich, was der hier in Spiel 1 gemacht hat. Da hat er bis ins letzte Viertel nur Punkte von der Freiburglinie gehabt. Die allerdings 100%ig. Joey Shaw war da, Anthony Chavis etwas zu flott unterwegs. Und ja. Auch rund 2 Meter Abstand. Boylan, der spätestens seit der Auswechslung von Mojang das Spiel lenkt.
Deutscher Witwer, Martin Kohlmeier. Schöne Finte, Ablage aufhört, der jetzt gegen Krämer über die Außenbahn und Goaltending. Joey Shaw. Ja, greift ins Netz, richtige Entscheidung. Finals wird auf 3 Punkte heran. Tja, alles bewegt sich, nichts ist fix. Daniel Jandraschitz mit seinem ersten Vergehen. Ja, gibt den Ball Ian Boylan, der wird wissen, was er zu tun hat. Die Devise, wie so oft bei den ECE Bulls, der Featherweight Jumpshot. Findet mit etwas Glück dann den Weg ins Ziel. Auf ähnliche Art und Weise hat Boylan in Spiel 4 viele Punkte für die Bulls gemacht. In der Heimhalle fallen diese Bälle dann auch schon zugunsten der Kaffenberger. Schön, dass er möchte, dass seine Mannschaft hier früher attackiert, zumindest ein Pressing androht. Ludwig hat sich nach 2 schnellen Fouls mittlerweile gefangen. Thomas Gebers, was das Dreierwerfen betrifft, auch in Spiel 4 ja offensiv in diese Serie zurückgekehrt. Zumindest was die Wurfleistung betrifft, alles andere hat vorher schon gepasst. Ja, also wenn man Boylan dann so stehen lässt und ihm einen derart offenen Wurf aus dieser Position gibt, hat man selbst Schuld. Schrittfehler, Thomas Kepeis. Da ist Kohlmeier vor ihm aufgetaucht, da war ihm klar, da kann ich nicht mehr Richtung Korb ziehen. Dann kam der Move zurück und der Schrittfehler. Hier ist passiert. Ian Boylan kann den Güssingern jetzt in der nächsten Zeit nicht mehr so richtig wehtun. Der ist rausgegangen. Boschank ist wieder da, ebenso wie Ray. Dazu noch Dimitrios Nelson erstmals in diesem Spiel für die Kaffenberger. Horvat und Riccardo Andreotti bei den Güssingern zum ersten Mal drauf. Ja, Schrittfehler. Nelson, bevor er da nach dem Motto hau weg die Kugel einfach weggedroschen hat. Naja, die Spin-Moves und dann noch 3 Schritte hinterher. Jetzt vorbei an Nelson über Krämer. Und dann reagiert Jandraschitz sehr schnell. Und irgendwann wird es jetzt den alternierenden Ballbesitz geben. Und zwar jetzt. Das heißt, Güssing bleibt im Ballbesitz. Wenn da immer die Rede davon war, dass Zollner häufiger wechselt als Schrittwieser, heute steht es da mindestens Egalität. Denn Kattenberg wechselt erneut. Krämer hat seine Schuldigkeit vorerst getan, kann sich von Nidat Kamenica neue Instruktionen holen und Marc Sanchez ist zurück im Spiel. Gutes Anspiel von Chavez. Boschank verhindert einfache Punkte von Riccardo Andreotti mit einem Foul.
Aber wo schon einige Minuten draußen, das ging auch entgegen dem Konzept von Matthias Zöllner, der in den beiden Heimspielen in der Anfangsphase sehr oft gewechselt hat, sehr oft Wurschank einen frischen Gegenspieler hingestellt hat, zum Beispiel Philipp Horvath. Der Kattenberger Coach ist sehr anpassungsfähig und Andreotti ist zweimal sicher von der Freiwurflinie. First Break, Ray, Korb 10, mit Foul. Andreotti ist da kein Vorwurf zu machen, der war der Werfer. Jandraschitz einfach zu spät. Begeht sein zweites Foul. Und Sean Ray hat die Chance auf ein 3-Punkte-Spiel. Die Münster mit reichlich Dusel. 10 Punkte mittlerweile von Sean Ray. Ja. Kappenberg beginnt in einer Zonenverteidigung und bringt Büssing damit schon wieder durcheinander. Chevis mit seinem zweiten Foul. Und es ist das zweite, das er an Joey Shaw begeht. Er sagt, ich habe nichts gemacht, aber die Hand war dran. Matthias Kepreis ist auch wieder dran. Thomas Kepreis Detto. Horvath und jetzt nach diesem Foulpfiff. Chevis machen Platz, jetzt geht auch Jandraschitz und Koch kommt zurück. Also die beiden Coaches versuchen da wohl, sich gegenseitig ein wenig schwindlig zu wechseln. Wir haben noch 74 Sekunden in diesem ersten Viertel auf der Uhr. Joey Shaw mit seinem ersten Punkt in Finale Nummer 5 und der zweite folgt zugleich. Plus 7, das ist die höchste Führung in diesem endgültigen Endspiel. Ja. Das Auge hat Thomas Kepers. Riccardo Andreotti spektakulär, aber jetzt schon wieder gefragt als Verteidiger gegen Demetrius Nelson Woschang. Ray lauert da wieder Weakside, Ball mit Henkel für Nelson, nix da, 2 Punkte mit Foul. Wie viele solcher Chancen hat sich Demetrius Nelson speziell in den beiden Auswärtsspielen in Güssing entgehen lassen? Einfache Punkte versemmelt. Hier wird er gefoult. Und der Ball fällt trotzdem rein, nachdem er ihn endlich unter Kontrolle gehabt hat. Foul gegen Thomas Kepers. Ja, der fällt nicht. Aber Joey Shaw arbeitet hier im wahrsten Sinne Basketball. Und somit bekommen die Bulls eine weitere Chance. Short blocked aus Sanchez. Kepers, Kepers, Koch nimmt den Dreier nicht, geht zurück ins Circle. Man kann die Uhr fast runterspielen. Aber jetzt wäre es an der Zeit, Thomas Kepers. Ah, Buzzerbeater! Und was für einer! Ein Wurf, der über viele Schwächen der Güssing Knights in diesem ersten Viertel noch hinwegtäuschen kann. Nach diesem erfolgreichen Dreier beträgt der Rückstand der Burgenländer nach 10 Minuten nur 4 Punkte.
Die Kapfenberg Bulls führen nach dem ersten Viertel des ultimativen Showdowns 2014 und wir haben registriert, Lukas Heider, Michael Schrittwieser hat einiges verändert im Vergleich zu den Spielen 3 und 4, vor allem die Wechselpolitik. Ja, absolut, er rotiert viel, viel mehr, er will offensichtlich die Intensität sehr, sehr hoch halten, was ihm bis jetzt gelingt. Kapfenberg Bulls sind hellwach bis heute, 25 Punkte bekommen in einem Viertel, das wird dem Güssinger Defensivspezialisten Zollner nicht so gut gefallen. Der letzte Buzzerbeater war ganz wichtig, dass man dranbleibt, als auf 4. Auch die Güssinger sind nicht schlecht im Spiel, aber Kapfenberg gefällt mir bis jetzt recht gut. Der Joker Hermann Opoku hat durchaus gestochen, aber Sean Ray plötzlich wieder gut drauf, entfesselt schon 10 Punkte. Wir haben es besprochen, er hat schon mehrmals gezeigt in seiner Karriere, dass er gerade für so Spiele prädestiniert ist und wenn er so weitermacht im ersten Viertel, schaut es bekannt sehr gut aus. Er wird wieder Finals MVP werden, dieser Sean Ray. Weiter geht's mit dem zweiten Abschnitt. Ja, das Baby wird hoffentlich noch eine Zeit lang auf sich warten lassen. Das zweite Viertel nicht mehr. Die Bulls mit der ersten Offense. So war das nicht geplant von Wojang. Der Ball hätte eigentlich Sanchez erreichen sollen. Etwas Glück da noch. Schau dran, der Wurf geblockt von Koch. Stark. Ja, Thomas Kepes hängt Armin Wojang das zweite Foul an. Das Spielchen des Pick and Roll von der Freiburg-Position weg, diesmal nicht erfolgreich gespielt. Zehner wieder gut unter den Korb gerollt, aber der ist noch nicht so wirklich drin in diesem Finale 5. Goran Slivic ist immer mittendrin und hat hier das Foul von Riccardo Andreotti gesehen. Das jetzt aus meiner Sicht gesehen und ich habe die komplett konträre zu dieser Verlangsamung, hätte man auch in die andere Richtung pfeifen können. Ray, es muss schneller gehen, nur noch eine Sekunde auf der Shot Clock. Ja, Ray schafft den Buzzerbeater nicht. Keppers, ne? Wo einer mitten in den Bart von Armin Wojang, der fällt dann zwar nicht, weder Wojang noch der Ball, aber Christoph Rohatzky entscheidet Foul Max Sanchez. Das ist richtig, der schiebt da Andreotti richtig gehend unter dem Netz weg. Ausblocken der Besonderen, aber draußen für temporäre Phase in diesem Spiel Joey Shaw. Das war kein guter Pass von Thomas Kepes. Jetzt Riccardo Andreotti einen bösen Blick zugeworfen hat, aber da mache ich dem Italo-Brasilianer keinen großen Vorwurf. Ja, wenn ich das mache, bekomme ich ein technisches Foul. Oder was sagt Matthias Zollner jetzt zu Goran Slivic? Sprich, ein schönes Wort über was zu bekritteln, wo es nichts zu bekritteln gab. Turnover minimieren, das war eigentlich die Devise auf beiden Seiten. Das vorhin war ein ziemlich billiger, der Güssinger, der letztlich noch nicht bestraft wird. Feine Zielte zweimal von Sean Ray. Nächster Versuch. Wojang. Zwei Punkte. Ja. Zone. Kaffenberg. Drei Sekunden auf der Shot Clock. Matthias Kepa, es muss
trifft aber nicht. Wieder hat diese Zonenverteidigung eine Güssinger Offense vereitelt. Eine erfolgreiche Güssinger Offense vereitelt. Schrittfehler Ray, das hat er auch selbst gemerkt. Ja, ja, zuerst dribbeln, dann laufen. Anthony Schäff ist nach dem zweiten Foul runtergenommen, kommt jetzt nach 2 Minuten 20 im zweiten Viertel statt Sebastian Koch mit ein Spiel. Ja, das wollen die Fans, das wollen der Schäff ist, aber es funktioniert nicht. Seine alle Pässe sind allererste Sahne, wie der gemeine Deutsche zu sagen pflegt. Aber wenn Taylor dann nicht nachstoppt, auf der anderen Seite ist Martin Meyer zum ersten Mal in diesem Spiel erfolgreich. Und die Bulls haben sich auf plus 8 davon geschlichen. Zweiter Foulpfiff gegen Mark Sanchez in der Zwischenzeit. Erstmal war es ein Geschiebe beim Ausblocken gegen Andreotti. Da hat er in den Laufweg von Travis Taylor gegriffen. Okay, den kann man zur Not mal an die Freiburg-Linie schicken. Mit dem zweiten sorgt Travis Taylor für die ersten Punkte der Güssing Knights im zweiten Viertel. Was der Chevis kann ich auch, denkt sich hier in Deutschland. Und wenn er den richtigen Partner findet, und der ist in diesem Fall Mark Sanchez, dann klappt es auch mit dem Partner und nicht nur mit dem Nachbarn. Ja, aber es geht auch auf der anderen Seite. Travis Taylor jetzt auch, was die Punkte aus dem Spiel betrifft, angekommen. Sanchez, den muss er nehmen. Und das ist eigentlich eine Einladung gewesen. Eins von drei, jetzt von Sanchez vom Dreier. Nächste Turnover der Knights, Sean Ray, das war übertrieben. Aber Armin Boschang sorgt dafür, dass die Bulls eine weitere Chance in dieser Offense bekommen. Hohlmeier, etwas zu lang, Sanchez reboundet stark und trifft. Und beschwert sich, denke ich, nicht so unrecht, dass er da auch gefoult worden sei. Aber wir haben die Raps weiterlaufen lassen. Thomas Kepers, stark verteidigt von Neulein, muss abbrechen, muss wieder raus. Nur noch eine Sekunde auf der Wurfuhr. Diesmal klappt es für Kepers nicht so gut wie mit Ablauf der Spielzeit im Viertel 1. Und dann fährt Martin Kohlmeier den Gaggetto-Arm aus und stibitzt Travis Taylor den Ball. Starker Stil des Kappenberger Centers. Ja, und böser Turnover von Mark Sanchez, Paul Beulen. Noch kurzer Tritt in die Werbebande hinten nach. Frustbewältigung Marke Ian Boylan, der da diesen Patzer des Teamkollegen irgendwie zu retten versuchte. Also da wurde Sanchez, finde ich, ganz klar gestoßen beim Rebounden. Den Pfiff gab es nicht. Aber dafür gibt es die erste Auszeit in diesem Finale. Nummer 5, Coach Zollner spricht. Hey! Hey! We have to get stops on defense.
If we play no defense, then we can't now. Listen up, sit down or get out of the way. We need to stop this pick and roll now. We don't switch with Sanchez no more. No more switch, head shot and back. Head shot and back, okay? No switch with Sanchez. Push down, yeah. On hard switch, on offense, high pick and roll. Three side or inside, five up, four up, let's go. Auf der einen Seite sollte das Pick-and-Roll der Kapfenberger gestoppt werden, indem Marc Sanchez da jetzt fix verteidigt wird, kein Switchen mehr. Auf der anderen Seite spricht in der Güssinger Offense, will er das hohe Pick-and-Roll forcieren. Aber wichtig ist jetzt vor allem für die Knights mal, dass sie da hinten nichts mehr zulassen. Sie sind 9 hinten. Vielleicht heißt es jetzt auch so, 1 gegen 1 Situationen zu forcieren, denn Güssing ist für den Rest dieses zweiten Abschnittes im Freiwurfbonus. Chavez, stark. Die ersten Punkte aus dem Feld von Anthony Chavez. Nach dem unsportlichen Foul von Kutnik hat er ja einen von zwei Freiwürfen im ersten Viertel verwandelt. Joey Shaw ist wieder da. Der Lieblingsgegner von Chavez am heutigen Abend. Ach, wer sagt's denn? Zwei Fouls von Chavez an Joey Shaw. Zwei Fouls von Joey Shaw am Anthony Chavez. Erste Auszeit Kapfenberg. Also heute stehen einander die beiden Coaches in jeder Beziehung nichts nach. You think here, Joey, we got 14 fouls already, okay? So that's not a very smart foul here, but play through that. On the offensive end, go with team all the way under the basket. They get to go slow, but play a moving offense, okay? And keep Chavez on his left hand. You do everything now. Keep Chavez on his left hand, okay? In offense, getting rid of and keep on bouncing the ball inside. Let's go here. Also so ganz hat Ian Bäumen seinen Frust noch nicht abgebaut. Das war auch hier nochmal ganz klar zu erkennen. Aber das böse Wort mit F soll ja jahrelang auch seinem aktuellen Coach über die Lippen gekommen sein. Anthony Chavez auf der linken Hand halten. Das hat jetzt nichts mit Spaziergängen beim Mondschein zu tun. Da geht es eher darum, um die Angriffsseite der Güssing Knights, wenn Chavez den Ball hat. Jetzt kann ihn keiner stören, denn er hat Freiwürfe. Und diesmal netzt er auch beide. Gut zu erkennen bei diesem Abspiel. Markus Hört weicht jetzt wirklich in der Defense. Marc Sanchez nicht von der Seite. Schau mit Ablauf der Shot Clock. Und als letzter dran war laut Ansicht von Marko Mladic Dimitrios Nelson. Schnell mal überprüft. Jo. Also die Fingerspitzen von Hurt waren da dahinter aufgetaucht, aber der letzte Kontakt, der letzte Hautkontakt des Balles fand sicherlich mit Dimitrios Nelson statt. Da ist auch viel Kontakt und dann trifft Travis Taylor mit Foul. Eigentlich der bekannte Move des Travis Taylor, mit dem er Martin Kohlmeier schon so oft richtig nass gemacht hat. Diesmal bietet sich auch um Dimitrios Nelson eine Pfütze and one, Fragezeichen, Rufzeichen.
Und mir nix, dir nix sind die Knights seit dem Timeout von Matthias Zollner hier durch einen 7-0 Run auf 2 Punkte rangekommen. Ah, Kohlmeier angespielt von Sanchez, sehr stark. Dieser Lauf der Güssinger angehalten. Wie lang ist die Frage? Paul Ian Dillon. Aber wie erwähnt, Güssing längst im Freiburg-Bonus. Daher darf sich jetzt der burgenländische Kapitän von der Linie versuchen. Nachdem das Schuhwerk auch richtig angepasst ist. Die Unterbrechung nützt Michael Schüttwieser, bringt statt Marc Sanchez wieder Philipp Kremer ins Spiel. Das ist der erste Punkt von Manuel Jandraschitz in Finale 5. Und das ist der 8. Freiwurf von Manuel Jandraschitz im Playoff. Alle 8 hat er getroffen. Ja, interessante Defense-Variante hier der Güssinger, die eigentlich schief gehen hätte müssen, aber da wurden sie von den Kapfenbergern regelrecht am Leben erhalten. Davis wieder gegen Shaw. Hurt für 3. Ball an der 24-Sekunden-Uhr. Da war aber noch genug Zeit. Also diesen Dreier kritisiert sein Coach nicht zu Unrecht. Nochmals zur Erinnerung. Die Güssinger sind im Freiwurf-Bonus. Da sollte es heißen, was das Zeug hält, den Ball Richtung Korb zu bringen. Und zwar nicht aus der Dreierdistanz, damit jetzt keine Missverständnisse aufkommen. Kremer, apropos Dreier. Ja, der beste Rebounding-Guard der Liga hat wieder mal einen am eigenen Brett gepflückt und dann schmeißt er die Kugel in die Prärie. Das ist jetzt ein Jubiläum, auf das Anthony Chavis wohl gerne verzichten könnte. Es ist sein 50. Turnover im aktuellen Playoff. Aber es passt irgendwie, es ist heute das 50. ABL-Playoff-Spiel des Anthony Chavis. Ja, Parkett nass, Fuß vom Gas, es darf gewischt werden und es darf gewechselt werden. Chavis raus, Thomas Keppers rein. Sehr stark verteidigt von Jandraschitz, aber Ian Boyler mit unglaublich viel Routine macht er noch das Beste draus und versenkt den Jump Shot. Jandraschitz nützt die sich auftuende Gasse zu seinen ersten Punkten aus dem Feld. Nächster Versuch aus der Vorstadt, diesmal zu kurz. Und Güssing mit der Möglichkeit auszugleichen, durch Sebastian Koch hingeschlagen. Bleibt bei 0 Punkten von Koch. Zum zweiten Mal hat er die Gelegenheit, einen durchzufetzen. Und dann bekommt er diesen Dreier von Ian Boylan mitten zwischen die Augen.
werden Ian Boylan und Sean Ray ausgerechnet in Spiel 5 wieder zu Plusfaktoren für die EC Bulls. Kepeis, letzte Offense, Viertel 2, Jandraschitz, aus! Die Bulls haben ihren Vorsprung nach 10 Minuten, der hat 4 Punkte betragen, fast war sie schon vergrößert. Güssing drohte da abzureißen. Matthias Zollner hat sein Team mit einem Timeout nochmal wach gerufen. Alles war eng und dann kommt dieser 3-Punkte-Wurf von Mr. Ian Boylan und somit führt die ECE Bulls gegen die Magnofit Knights nach 20 Minuten mit 40 zu 35. Aber das will noch gar nichts heißen. Jetzt heißt es mal Mikrofon frei für Katharina Schöninger. Die Admiral Basketball Bundesliga wird Ihnen präsentiert von Admiral. Lange nicht gegessen, kein Käse, der gebissen wurde, überhaupt kein Käse, dieses Spiel, hochdramatisch, mit viel Energie von beiden Seiten geführt, und wenn die Güssinger jetzt so energisch rauskommen, wie in Spiel 4, rein in diese zweite Spielhälfte, na dann Gnade den Kanzelbergern, wer auch immer, Thomas Kepper, Sertz, beim Wurf von Sanchez gefault, das ist Foul Nummer 3 von Mark Sanchez und es gibt 3 Freiwürfe für Marcus Hurt. Der steht hier übrigens zum ersten Mal an der Linie. Gibt es noch einige Schweißnachen auf dem Parkett, dort wo dieses Foul passiert ist. Deswegen muss Marcus Hurt jetzt noch zuwarten. Naja, they are wishing it. Dabei ist noch gar nicht Weihnachten. So, diese Zwangspause hat Hurt offenbar überhaupt nicht aus der Konzentration gebracht. Der wirkt eigentlich immer so, als könnte ihn niemand aus der Konzentration bringen. Und jetzt die Bestmarke von Travis Taylor bei den Güssinger mit 7 Punkten eingestellt. Was den Kapfenberger noch mehr wehtun wird, ist das dritte Foul von Sanchez. Boylan macht das unglaublich routiniert. Zunächst hat er gesehen, da gibt es eine Möglichkeit, den Korb zu attackieren. Dann verzögert er den Wurf, bis er gefoult wird. Und dann wird dieses Foul von Travis Taylor auch noch als unsportliches Foul ausgelegt. Also das Foul an Boylan war von Kleber, ist aber das Foul von Zähler im Hintergrund war hier auch zu erkennen. Ja, geh weg, du Hermann, wer bist du eigentlich? Also kleinlich, aber dem Regelwerk entsprechend. Ja, das waren die zwei Würfe für das Foul von Kleppers. Und jetzt müsste Hermann Opoku an die Linie nach dem unsportlichen Foul von Taylor. Und so ist es auch. Ersten beiden Freiwürfe in dieser Postseason rein. 6 Punkte von ihm. Sind das
möglicherweise die 6 Punkte, die jetzt gerade den Unterschied machen. Nach dem unsportlichen Foul von Zehner, weiterer Ballbesitz für Kapfenberg. Ja, aber Opoko nicht anspielbar, da hat Zehner sämtliche Gassen zugemacht. Jetzt bekommt Wojcik einen guten Wurf von draußen. Hat er mit ziemlicher Sicherheit von Klebeis noch eine leichte mitbekommen. Das war den Schiedsrichtern aber zu wenig, um hier Foul zu ver... Nach zwei erfolgreichen Freiwürfen jetzt das zweite persönliche Foul von Hermann Opoko. Da war etwas überschwänglich, das war absolut nicht notwendig, denn Zehner hatte da alle Mühe, den Ball zu kontrollieren und vor allem mit den Füßen innerhalb des Spielfeldes zu bleiben. Hurt mit der Head-Defense kann man auch einen Markus Hurt in einer solchen Situation stoppen. Wieder der Letztversuch, Beulen ins Spiel zu bringen. Von Koch da aus dem Weg geräumt. Die kurze Beschwerde von Ian Beulen allerdings dann schon wieder erstickt, nachdem sein Team aus dieser Offense doch noch gescored hat. Koch für 3. Also nicht nur Freiwürfe gehen hier mit der Glasscheibe, auch 3-Punkte-Würfe. Jetzt hat Sebastian Koch endlich in diesem Spiel auch gescored. Foul Matthias Klebeis. Das zweite, er beschwert sich da, dass Beulen ja, da den linken Arm ausfährt. Das hätte man gut und gerne auch als Offensivfoul pfeifen können. Muss Matthias Klebeis jetzt Platz machen. Eine für ihn sehr unglückliche Situation. Sanchez wieder eigentlich eingeladen zu einem fast offenen Dreier. 1 von 4 jetzt die Bilanz von Marc Sanchez aus der Vorstadt. 3 persönliche Fouls von Hermann Opoko stehen auch schon zur Buche. Wieder so eine Ungeschicktheit. Und Michael Schüttwieser lässt ihn drauf. Es ist ja nichts vorhanden. Nach links, alle Kapfenberger rechnen mit dem Abspiel und dann macht es Markus Hurt im Alleingang. Ian Beulen macht es nicht im Alleingang. John Rays Fuß war zuletzt am Ball und daher gibt es Ballbesitz für die Knights. Pickett lang schon. Das Parkett ist wieder trocken. Die Güssing-Fans sind wieder guter Dinge. Ihre Mannschaft mit der Chance, hier näher ranzukommen. Jetzt hat Opoko seine Schuldigkeit mal getan. Martin Kohlmeier ist wieder im Spiel bei den Bulls. Und die verteidigen wieder eine 3-2-Zone. Und das bringt schon wieder Erfolg. Also da hat Kohlmeier, glaube ich, über Sean Ray drüber geschaut und deswegen nicht mit diesem Bodenpass gerechnet. Na, überhaupt nicht. Defense! Er hat versucht, da
natürlich da jetzt im 1 gegen 1 gegen Sanchez zu gehen. Und ganz stark von Anthony Schemis, der da aus 7, 8 Metern Entfernung noch angesprungen kommt, um zu vollenden. Offensivfall, Kohlmeier. Kowalski hatte gute Sicht, war nah dran am Geschehen. Viertes Teamfoul der Bulls in diesem dritten Viertel. Prost, Sebastian Koch, Michael Schildwieser ist kaum zu beruhigen, was seine Dispute mit den Refs betrifft. Jetzt hört er wieder auf die Worte von Mido Kamenica. Kernaussagen. Lasst euch von den Schiedsrichtern diese Partie nicht kaputt machen. Und jetzt wird das Ganze eine Schlacht. Naja, so martialisch möchte ich es nicht betiteln. Aber ein Finale 5 auf diesem Niveau hat natürlich schon was, zumindest von psychologischer Kriegsführung. Schemis, der Düssing auf einen Punkt herangebracht hat, der, was das eigene Score betrifft, noch reichlich Sauerstoff in der Höhe hat. 7 Punkte sind es augenblicklich. Diese Offense schmeißen die Schützlinge von Matthias Zöllner im wahrsten Sinne des Wortes weg. Wieder außer Acht gelassen von Marcus Hertz. Jetzt ist Sanchez zweistellig. Und nach 3 Fahrkarten aus der Vorstadt endlich wieder mal ein Treffer von ihm. Jandraschitz. Hertz reagiert schnell. Aber Boschank macht das sehr geschickt, verhindert, indem er ganz kurz den Körper dazwischen stellt, dass er doch den Ball innerhalb des Feldes kontrollieren kann. Ja, heute los, Sanchez auf Kohlmeier, Ballhörn. Das ist das erste Foul von Marcus Hertz nach 25 Spielminuten, aber es ist gleichzeitig das vierte Teamfoul der Gissinger im dritten Viertel. 49-45 zur Halbzeit des dritten Abschnitts. Matthias Zöllner bittet die Seinen zum Rundruf. Hallo, everything is okay, but we cannot turn the ball over 3 times. Yeah, this is bullshit pass. When they go in this zone, when they play in this zone. Let's play fifth side, Travis. When they front Marcus, let them front Marcus. Come up to the high post, high low, okay? Also Horns, on Horns. Tommy here, Marcus here. Extra pass, okay, let's go. Die Spielzeit wird immer geringer und die Sprache wird immer derber auf beiden Seiten, aber das gehört einfach dazu, was der andere kann, muss ich wohl auch können, so die Devise von Matthias Zöllner, der jetzt speziell die Offense seines Teams ins Gebet genommen hat.
Boylan schließt wieder ab, schließt nicht erfolgreich ab. Und Travis Taylor, der da bei dem Timeout ausgesehen hat wie ein verängstigendes Kind, ist wieder ein ganz starker Mann, wenn es um das Rebounden geht. Ah, das war ein Pass mit Ansage von Chavis. Ray dazwischen, Ray dreht. Das dritte Viertel in Spiel 1, das war seins. Da hat er 18 Punkte gemacht. Jetzt sind er insgesamt bei 14. Und Anthony Chavis will da nicht hinten anstehen. Ist jetzt bei 9. Und von dem kann noch so einiges kommen am heutigen Abend. Ray Weakside, aber da geht nichts mit dem Pass raus für einen offenen Wurf. Kohlmeier 5 Sekunden vor Ablauf der Shot Clock. Kohlmeier erfolglos, Kohlmeier mit dem eigenen Offensiv-Rebound. Und dann Sanchez, der übertritt. Da tritt er mit dem rechten Fuß so weit zurück. Warum eigentlich? Und macht den Turnover. John Ray bekommt ein Päuschen. Joey Shaw ist gut ausgeruht. Und nimmt es wieder mit Anthony Chavis auf. Breit aber von einem gut gestellten Block von Taylor mal ab. Taylor gegen Kohlmeier. Schritte. Foul. Foul Kohlmeier. Also, den Pfiff hätte ich so wahrscheinlich nicht losgelassen, aber zum Glück bin ich kein Ref. Minuten nach der Halbzeit macht Travis Taylor seine ersten Punkte in der zweiten Hälfte und die ausgerechnet von der Freiwurflinie. 5 von 7 heute die Bilanz. Das ist für den Travis Taylor hervorragend. Riccardo Andreotti hatte genügend Zeit, die Batterien wieder aufzuladen. Hat es jetzt wieder mit Martin Kohlmeier zu tun. Boylan rollt auf und davon. Zweizone, der nächste Teil der Kapfenberger. Diesmal geknackt von Manuel Jandraschitz. Oh, Kohlmeier im Mismatch gegen Jandraschitz. Dann stellt sich Andreotti nicht nur in den Weg, sondern per Foulspiel im Weg von Kohlmeier. Ja, ja, da ist eine Bewegung. Diskussionslos. Beide Teams übrigens jetzt für den Rest des dritten Viertels im Freiburg-Bonus. Martin Kohlmeier zum ersten. Aber nicht zum zweiten. Aber Joey Shaw arbeitet da gut am Rebound und vollendet. Naja, aus 1 macht 2. Das Optimum eigentlich aus diesem zweiten Vergeben an Freiburg von Kohlmeier rausgeholt. Chavis für 3. Boah! Punkte Anthony Chavis und er läuft offenbar in diesem dritten Viertel jetzt mehr als nur auf Betriebstemperatur. Und das ohne jegliche Gefühlsregung, zumindest nach außen hin. Sanchez. Jetzt haben die Knights die Chance, in Führung zu gehen.
Zuletzt war das in der zweiten Minute der Fall. Bei 5:4. Matthias Klebeis macht's nicht. Rudelbildung, nicht strafbarer Art. Alternierender Ballbesitz und der geht an die ECM Bulls. Die Unterbrechung nützt Ian Boylander noch mal, mit seinen Förderleuten abzusprechen. Sanchez macht Platz in der Zwischenzeit für Demetrius Nelson. Von dort nicht werfen, Demetrius Nelson, damit vergeht wertvolle Zeit. 5 Sekunden, das wird Ian Boylan höchstpersönlich erledigen. Das macht er vom Dreier, aber nicht erfolgreich. Und Joey Shaw setzt da schon wieder erfolgreich nach, diesmal trifft er allerdings nicht. Nelson mit dem Save. Aha, das gefällt den Kapfenberger Fans. Übrigens ab der kommenden Saison wird es wohl auch bei uns nach einem Offensiv-Rebound nur noch 14 Sekunden geben. Und nicht mehr 24, so sieht das die FIBA vor. Bin schon sehr gespannt, wie die diversen Schreibertischorgane in der Liga darauf reagieren werden. Manuel Jandroschitz mit seinem dritten persönlichen Foul runter. Hoch ist wieder da, aber Zollner will noch wechseln, will wohl Klebeis für Klebeis bringen. Jetzt hat es Matthias auch überrissen, woher der Wind weht. Thomas zurück im Spiel. Zu übernehmen besteht ein weiteres Mal für den Füssing Knights. Diesmal müsste allerdings schon ein Dreier sein. Wird ganz stark, aber letztlich glücklos im Abschluss. Wojang sieht, da ist außer Schau keiner mit vorne, bricht hier ein Fastbreak, das nie eines war. Rechtzeitig ab. Die Güssinger könnten noch in den Genuss einer Offense in diesem Viertel kommen. Einer kurzen, aber trotzdem. Beulen, gefault von Koch. Also ob er ihn da wirklich getroffen hat, aus dieser Perspektive sehr schwierig auszumachen. Moschank geht und Kutnik ist wieder da. Also, da ist, denke ich, kein Kontakt zwischen Koch und Boylan in dieser Situation. Der zweite, den er heute mit Brett von der Linie versenkt, Ian Boylan. Kutnik ist wohl dafür da, um etwas, was im ersten Viertel passiert ist, nämlich ein Buzzerbeater-Dreier von Thomas Klebeis hier im dritten Viertel zu verhindern. Schön ist, die Zeit läuft. 2:1 und danke. Die Güssinger haben einen Punkt wettgemacht im Vergleich zum Spielstand nach 20 Minuten. Nach 30 Minuten heißt es 59:55 für die Bulls. Aber das letzte Wort, was Sinn des Wortes, ist hier noch lange nicht gesprochen.
Allzu viel hat sich nicht verändert durch dieses dritte Viertel im Finale 2014, aber wir sind bestens unterhalten worden. Das hat richtig Spaß gemacht, den beiden Teams zuzuschauen. Absolut, und Güssing ist ja voll dran. Es war immer wieder auch nur ein Punkt Abstand. Jetzt konnten die Bulls wieder durch die zwei Freiwürfe von Boylan auf vier wegkommen. Aber es ist wirklich auf das Messer Schneide. Und das sind die wichtigen Spieler, kommen ins Spiel. Chavis auf Güssinger Seite, der gut agiert. Boylan immer wieder mit sehr, für mich, überlegten Dingen zum Korb, ganz wichtig. Er zieht da immer wieder Fouls und so weiter. Also ganz, ganz spannend, tolle Partie. Wir halten fest, es ist nicht nur Kampf und Krampf, wie es auch sein könnte bei so einem Entscheidungsspiel, sondern für Basketball-Enthusiasten ist was dabei. Natürlich, also es ist nur, nicht nur Kampf-Basketball, wie Sie richtig sagen, sondern es sind durchaus auch ordentlich gespielte Szenen dabei. Eine Prognose ist jetzt ganz schwierig. Gibt es irgendein Anzeichen für irgendeine Tendenz? Also ganz banal gesagt ist plus 4 ein Vorteil von 4 Punkten. Insofern mit dem Heimvorteil könnte man sagen, Kappenberg ist jetzt doch in der besseren Ausgangsposition. Aber wir haben schon so viel erlebt in diesem Finale, also ich will mich da nicht hinausnehmen. Wir erleben noch mehr, nämlich das vierte Viertel zumindest. Na, da lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage, der Meister steht nach 40 Minuten fest. Wer das sein wird, entzieht sich allerdings auch meiner Kenntnis. Güssing hat die erste Offense im vierten Viertel mit Anthony Chavis, der 5 der 8 Turnover seines Teams verursacht hat. Hoch, schön zurück, kein Dreier. Chavis mit dem Dreier zu kurz. Und immer wieder Joey Shaw, der da seine Finger dazwischen bekommt. Diesmal waren seine Finger allerdings auch die letzten, die den Ball im Spiel berührt haben. Kaffenberg nach wie vor mit einer tollen Zweierquote von knapp 60%. Dafür ist Güssing, was die Dreier betrifft, stärker geworden. Scheitert aber ein weiteres Mal aus der Antwort. Ja, da kommt der Vater auf den Mann. Da geht die Hintertür auf, da macht jemand das Licht an und dann ist Joey Shaw zur Stelle. Doch wieder nichts mit Dreier. Dafür Kaboom von Travis Taylor. Wie würde Lukas Heider sagen? Sind auch nur 2 Punkte. Aber was für welche? Shaw ist auf den Geschmack gekommen, aber aus der Distanz funktioniert es bei ihm heute noch nicht so wirklich. Er hat seine größten Stärken, wenn er zum Korb ziehen kann. Thomas Gebeis hingegen ist ein bekannt guter 3-Punkte-Schütze. Das stellt er in diesem Fall wieder unter Beweis. Güssing ist wieder auf einen dran. John Ray noch Instruktionen von wieder Menica auf dem Weg zurück ins Spiel. Kutnik auf der Weakside, ganz offen. Sanchez versucht es erneut. 2 von 7. Marc Sanchez aus der Dreierdistanz. Das ist zu wenig. Und auch wenn er immer sagt, der Coach sagt, wirf weiter, die Teamkollegen sagen, wirf weiter. Irgendwann sollte er ein Einsehen haben, dass es auch noch andere Optionen im Spiel gibt. Schau, ich bin übrigens jetzt der dritte Kaffenberger mit 3 Fouls. Bei Güssing gibt es nur einen und der ist nicht auf dem Court, nämlich die andere Schütze. Taylor. Ja, dann Dimitrios Nelson effektiv. Und was hat er vorne drauf? Nix. Das sind die Sachen, die bei Dimitrios Nelson in dieser Serie so wehtun, und zwar dem eigenen Team, das aus dieser Distanz so weit daneben wird. Aber Thomas Gebeis trifft zum zweiten Mal fast vom gleichen Parkettstück aus für 3 und die Knights führen erstmals seit der 2. Minute. Sanchez schon wieder! Okay, ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil.
Also 3 von 8 ist doch nicht die große Basketballwelt, aber der Wurf sorgt zumindest für einen weiteren Führungswechsel. Richtig rein in der zweiten Hälfte in diese Partie. In der ersten schon mit 7 Punkten der Topscorer, der Güssinger, aber jetzt im zweiten Durchgang macht er ordentlich Betret. Und zwar auf seine gewohnte spektakuläre Art und Weise. Gibt es jetzt das Offense-Foul, dann ist es das vierte von Mark Sanchez. Gezeigt hat es noch keiner. Deswegen bittet Kommissar Erich Kratschmer jetzt auch Christoph Ratzki zum Smalltalk. Der wiederum erkundigt sich bei Goran Slilic, was denn Sache ist. Aber wenn, kann das nur ein Offensivfoul von Sanchez gewesen sein. Jetzt ist die Sache auch klar. Viertes Foul, Mark Sanchez. Jetzt mal als Denker, nachdem sein Bruder die Nazi in Führung geschossen hat. Und Markus Hurt gibt alles und im zweiten Versuch trifft er auch. Rechtzeitig den Ball mal in die gegnerische Hälfte gebracht. Der Jandraschitz klebt auf ihn wie eine Kette. Und dann blockt er auch noch den Wurf von Ian Boylan. Manuel Jandraschitz, der Held der Sekunde. 5 Minuten 32 auf der Uhr. Güssing 67, Kapfenberg 64. Michael Schönfieser möchte unbedingt, dass seine Mannschaft in den verbleibenden 5,5 Minuten das Tempo diktiert und vor allem hier wieder in schnelle Gegenstöße kommt. Dazu muss man natürlich entsprechend rebounden. Und dazu muss der Gegner auch Feldwürfe loslassen. Das ist eine Kettenreaktion. Die Frage an Tine Kohlmeier geht's, der sagt ja, schaut allerdings nicht wirklich gut aus. Der schaut furchtbar abgekämpft aus, obwohl er viele Pausen bekommen hat. Also diese Krankheit der letzten Tage zeigt Wirkung beim Center der Bulls. Jetzt er gegen Travis Taylor, chancenlos. Plus 5, ich glaube, ich muss Ihnen nicht extra mitteilen, dass das die höchste Führung der Güssinger in diesem Finale 5 ist. Ja, diesmal gute Finte von Sanchez. Kohlmeier nimmt den Wurf aus der Halbdistanz nicht, lässt sich da aufs Dribbling ein gegen Taylor und gegen Hurt. Hurt bekommt den Foulpfiff. Seinen zweiten. Das war im Übrigen der erste Foulpfiff gegen die Knights im vierten Abschnitt.
Tja, der nächste folgt zugleich. Chavis, Fall Nummer 3. Hui, und jetzt haben sie noch Manuel Jandraschitz. Vierten Foul, auch schon 3 Teamfouls. Das geht jetzt aber flott. Ist das schon so etwas wie Vorbauen für die absolute Schlussphase? Aber Moschan, heute endlich wenig effizient wie im Spiel Nummer 4. Geduldig warten die Knights jetzt auf ihre Wurfchance. Jandraschitz bekommt sie von draußen, wird beim Dreier gefoult. Vorentscheidung, 5. Foul, Marc Sanchez, 3 Freiwürfe, Manuel Jandraschitz. Punkte, 2 Rebounds, 3 Assists und 5 Fouls. Die Endbilanz von Marc Sanchez in diesem letzten Spiel der Saison. Alle reden von den großen Namen, die solche Spiele entscheiden. Manuel Jandraschitz gehört nicht zu den großen Namen. Joey Shaw vielleicht schon, der war immerhin mit Overwatch schon mal Meister. Jetzt bekommt er die Androhung eines technischen Fouls nach seinem Verhalten nach dem Dunking. Dieses Anhalten am Ring, das mögen die Refs überhaupt nicht. Und Vorentscheidung, keine Rede. Turnover der Güssinger an der eigenen Baseline. Das bei plus 3, 4 Minuten vor dem Ende. Es ist eine Schlacht. Und zwar eine Nervenschlacht. Timeout, zoll. Then go and beat the ball, don't stop. Go to the ball until you have it. Hey, set up press break. Now, on offense, we play now two sides. This means Tommy here, pass to Yanda, screen for Marcus. Tommy through, then good screen for Tommy, okay? Good screen for Tommy, two sides. Shaw at the board now, so they got Shaw guard Marcus while they go to the zone. Yeah. Now we go two sides, then we go inside, okay? Ja, noch ein guter Tipp von der Anthony Shaw. When they have zone, play hard and look for the weak side shooter. Er revanchiert sich mit dem Tipp, was zu machen sei, wenn die Kaffenberger wieder in die Zonenverteidigung gehen. Tatsächlich, Joey Shaw spielt jetzt nach dem Ausscheiden von Marc Sanchez den Vierer. Und das könnte, Betonung auf könnte, ein kleiner Vorteil für Marcus Hurt im Inside-Spiel werden. Boy, Ian Boylan ausgerechnet in so einer Phase mit einem Ballverlust. Armin Moschak mit dem 3. Foul. Es ist das 4. Teamfoul der Bulls im 4. Abschnitt. Der Ian Boylan hat das Spiel der Kampfenberger richtig dominiert. Kann doch nicht angehen, dass er und Sean Ray jetzt in dieser entscheidenden Phase womöglich die Nerven wegschmeißen. Offensivfoul Jandraschitz. Der Captain ist raus. Aber ich schicke hinten noch eine ganz tolle Performance von Manuel Jandraschitz. Defensiv hat er gearbeitet wie ein Tier gegen Ian Boylan. Zeitweise auch sehr erfolgreich. Und er war auch offensiv richtig gut drauf. Da fährt er den linken Ellbogen aus gegen Moschak. Der hat genug Routine,
diese Berührung zu einem Sturz zu nutzen von Flopping, hier allerdings keine Rede, richtige Entscheidung. Nächster Ballverlust, Kapfenberg. Güssing mit der nächsten Chance, die Führung auszubauen. Markus Hörnt auf unglaubliche Art und Weise. Wie ein Turmspringer abtauchend. Der Ball ist trotzdem oben und ist drin. Beulen geht da fast vom Neusiedler bis zum Bodensee. Chevis macht das Richtige, nimmt jetzt das Tempo ein wenig raus. Hört gegen Shaw. Und Matthias Gebeis bekommt den offenen Dreier und trifft ihn nicht. Was für eine Riesenchance für die Güssinger, hier die Führung vielleicht schon vorentscheidend auszubauen. Shaw auf der anderen Seite. Und dann Ballgewinn Anthony Chevis. Joey Shaw mit Foul Nummer 4. Ob das jetzt so besonders geschickt war? Ist doch noch einen bösen Blick hinterher geschickt. Zumindest der zweite ist gefallen. 4 von 6, eine Bilanz von der Freiburg-Linie. Bilanz führen um 4. Kohlmeier gegen Taylor. Hintertür. Und Ballbesitz Güssing. Im Ansatz hat Martin Kohlmeier da alles richtig gemacht, aber dann geht die Tür im entscheidenden Moment zu. Kapfenberg versucht zu pressen. Das lässt Thomas Gebeis völlig kalt. Geduldig spielt Matthias Gebeis die Uhr runter, wartet, bis Kapfenberg fault. Kohlmeier fault dann auch, und zwar zum dritten Mal heute. Aber bevor Matthias Gebeis an die Freiwurflinie darf, gibt es 1,51 vor dem Ende. Bei plus 4 Knights noch eine Auszeit. Kapfenberg. Minuten in diesem Sport können eine halbe Ewigkeit sein. Allerdings, wenn Matthias Gebeis jetzt seine beiden Freiwürfe verwertet, sind die Kapfenberger 6 Punkte hinten. Der erste Freiwurf von Matthias Gebeis am heutigen Abend, der fällt. Der zweite Detto, und da ist sie, die 6-Punkte-Führung. Moilen, jetzt ist er zumindest den Zeck Jandroschitz los. Ja, da hat Kohlmeier noch Glück,
Matthias Zollner reklamiert da auch ein Offensiv-Goaltending. Das war nah dran, aber denke richtig, hier laufen zu lassen. Hört, der will gar nicht gefault werden. Der will treffen, aber er trifft nicht. Sean Ray, lange nicht gesehen, gleich wieder erkannt, zwei Punkte. Draußen lauert zwar Matthias Kempers, aber der muss jetzt den Ball irgendwie Richtung Korb schleudern. Die Shotclock war abgelaufen. Boschang, jetzt kommt Kapfenberg mal in die Transition, aber nicht allzu lange. Gut verteidigt von Anthony Chavis, der diesen Angriff abbricht mit seiner Intervention. Und der flinke Finger am Schreibertisch hat die Shotclock mal eben auf 24 zurückgestellt, das wurde bereits korrigiert. Soll da runter auf den High Post. Fräulein gegen Koch. Und dann Boschank gegen Thomas Klepeis. Und Turnover Kapfenberg. Und Double Dribble Travis Taylor. Also hier bekommen wir sehr viel geboten. Auch alles, was im Basketball verboten ist. 27 Sekunden auf der Matchuhr. Das Einzige, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Mark Sanchez im Gegensatz zu Finale 2 dieses Spiel nicht mit einem erfolgreichen Wurf entscheiden wird. Wieder Ray, viel Verantwortung. Boschank, noch mehr Verantwortung. Trifft nicht. Und Hurt hat den Rebound. Jetzt müssen die Kapfenberger faulen und sie faulen auch schnell. 6 Sekunden noch zu spielen. Armin Boschanks Dreier wird zur Vorkarte. Joey Shaw hat in diesem Augenblick auch ausgefault. Michael Rüttwieser bringt Kutnik zurück in die Partie. Anthony Chavis, 4 von 6 seine bisherige Freiwurfbilanz. Trifft er jetzt beide, dann denke ich, heißt der Meister Gössing. Nicht beide. Boschak mit einem unglaublichen Wurf und das war's. Die Güssing Knights holen den Titel 2014 und drehen ein 0:2 in der Finalserie um. Wahnsinn! Respekt und Gratulation! Wunder, Michael Schwedwieser findet nicht statt. Er hat die Mannschaft übernommen, hat sie zum Cupsieger gemacht, aber das Double bleibt den Kapfenbergern erneut verwehrt. Vor 2 Jahren sind die Knights an Kapfenberg im Playoff gescheitert. Voriges Jahr sind die Knights im Playoff an Kapfenberg gescheitert. Und in diesem Jahr
holen sie gegen Kapfenberg den ersten Titel der Vereinsgeschichte. Und Matthias Zollner holt als Anfang 30er in seiner ersten Station als Profi-Headcoach einen Meistertitel. Meisterlich. Freudentrainern, wohin man schaut. Wie schaut es mit den Trainern eines Thomas Keppers aus, Katharina? Das Spiel wurde Ihnen präsentiert von